Ja, Klamotten nach Farben sortieren. Mit dem rechten Fuß zuerst aufstehen oder die nervige offene Zahnpastatube. Spleens, Macken oder Ticks kennt jeder und hat auch jeder. Ja, was treibt uns Deutsche in den Wahnsinn? Das sehen Sie jetzt in Tough Secrets. Eine riesige Box aus Holz. Hier ist viel Platz für Geschichten, Erlebnisse und Sehnsüchte. Raus damit! Wir wollen's genauer wissen und lüften sie. Eure geheimsten Geheimnisse jetzt in der Tough Secrets Box. Heute mit einem Thema, das jeden betrifft. Spleens. Und wir garantieren, irgendwo wird sich jeder wiederfinden. Meine Macke ist, ich kann keine Kochlöffel anfassen. Ich übertreib's ganz gerne mal, sagen wir mal so, was die Ordnung anbetrifft. Ich bin eindeutig in diesem Stich, definitiv, ja. Auf Facebook haben wir gefragt, was treibt euch eigentlich in den Wahnsinn? Zum Beispiel Autos, die zu langsam auf die Autobahn fahren, die alles, wo symmetrisch sein mag, oder dieses Foto hier. Die ganz großen Aufreger, Fehler auf Gehwegen, falsch geordnete Verpackungen und die meisten nervt das hier. René, 29, aus Berlin, ist zufrieden, solange alles nach Plan läuft. Doch dann kommt ihm plötzlich seine Macke in die Quere, zu den unmöglichsten Zeiten. Ich verbringe viel Zeit mit Ordnung machen. Ich kann den ganzen Tag mich damit beschäftigen. Ich habe auch ein Foto mal gemacht, um mal zu zeigen, wie das so ungefähr aussieht bei mir. Also so sieht es bei mir zu Hause quasi aus. Meine Oma hat immer gesagt, du musst ordentlich machen, weil wenn mal der Notarzt zu dir kommt, dann muss es ordentlich sein. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen hängen geblieben. Student Kevin und seine Freundin Aileen können die Tough Secrets Box kaum betreten. Ihr Spleen bricht jetzt schon aus. Man kennt es ja an den Straßenmustern. Kennst du doch, da sind immer diese, wie Fliesen sind die gemacht, ne? Die sind immer diese Striche dazwischen. Und manchmal denke ich mir, ich darf die Striche nicht berühren. Ja, das kenne ich so. Dann hüpfst du halt immer auf den Stein hin und her und weißt nicht, die Linie zu berühren. Richtig, ja, genau. Es kommt vor, dass ich auch mal den Nachbartisch aufräume. Wenn halt Teller rumstehen im Restaurant oder irgendwie noch Gläser rumstehen, dann fange ich an und räume auf. Die Top 3 Spleens der Deutschen. Beim Einkaufen immer nach der zweiten Verpackung greifen, nie nach der ersten. Beim Nachhausegehen den Schlüssel schon mehrere Meter vor der Haustür aus der Tasche nehmen. Und die Klopapierrolle muss immer nach vorne hängen. Wir wetten, wie dem 23-jährigen Jerome geht es jetzt mindestens jedem zweiten. Der Azubi leidet unter akuter Smartphone-Sucht. Ich stehe auch dazu. Ich kann ohne mein Handy nicht. Also alle 10 Minuten gibt es bei mir ein Foto. Ein paar Ecken und Kanten, die man halt noch so hat, die werden dann halt noch ein bisschen eingezogen, schmaleres Gesicht gemacht. Es wird zu Ende bearbeitet und es wird noch hochgeladen heute. Und ist mir egal, ob ich 2 Stunden Schlaf habe oder 5 Stunden Schlaf habe. Dann ist es erst fertig für Instagram. Und die Haare dürfen natürlich auch nicht nass werden, wenn ich irgendwo schwimmen bin. Da machen sich meine Freunde auch immer ein bisschen lustig, weil ich den sogenannten Nacho-Dip-Move mache. Wenn da eine Welle kommt, ich bin der Nacho, das Wasser ist der Dip. Und dann mache ich immer Nacho-Dip, Nacho-Dip. Nee, ich bin so ein Kontrollfreak, das ist meine Macke. Ja, manchmal. Ich kontrolliere gerne so Sachen. Wenn ich zum Beispiel aus dem Haus gehe, dann muss Alarmanlage, dann muss alles. Weil ich denke so erstmal so, was könnte passieren? Diese normalen Kochlöffel zum Umrühren. Die sind manchmal so ein bisschen roh und, ja, oder rau. Und das kann ich nicht anfassen. Ich kriege davon Gänsepelle komplett den ganzen Arm und ich muss dann loslassen. Lass es mal fallen. Übrigens, mehr als 6000 Macken sind bekannt. Bei 2 von 100 Menschen entwickelt sich ein Spleen sogar zu einer krankhaften Zwangsstörung. Ich weiß auch nicht, warum man so eine Macke hat. Na, mittlerweile gehen alle super gut damit um. Es bleibt einfach hängen. Wenn du so erzogen wurdest, dann ist das in dir drin. Mal ehrlich, kleine Macken hat jeder. Und ohne sie wäre das Leben doch viel zu langweilig. Danke für eure Ehrlichkeit in der Tough Secrets Box.